Servus Leute und willkommen zum vierten Tutorial in der Space Engineers Reihe. Was ich heute mit euch bauen möchte, ist ein Disassembler-Ship. So, wofür braucht man ein Disassembler-Ship? Ich habe hier schon ein bisschen Mist gebaut. Ein Disassembler-Ship ist ein Schiff, mit dem man andere Sachen auseinanderbauen kann. Und ich habe vorhin gesagt, oder was ist vorhin? Vorhin für mich, in einem vorigen Tutorial habe ich gesagt, dass der Disassembler eine lohnenswerte Alternative zu einem Mining-Schiff ist. Übrigens, wenn ihr ein starkes Tippgeräusch hört, dann ist das Frau Santitan, die hier nebendran einen extremen Tastenanschlag hat und die mich jetzt auch böse anguckt. Aber es ist nun mal so. Und zwar, wenn ihr sterbt im Survival-Modus, dann habt ihr ja mehrere Varianten, wie ihr spawnt. Einmal könnt ihr in der medizinischen Station hier hinten spawnen. Ja? Oder ihr könnt mit einem Schiff zurück zu eurer Base fliegen. Und was ihr dann macht, ist, ihr baut ein Loch in einen Asteroiden und setzt dort dieses Schiff rein. Und das Schiff, was wir jetzt bauen, ist quasi dafür da, um dieses Schiff auseinanderzubauen. Und was ihr da an Ressourcen bekommt, ist erstaunlich. Also da kriegt ihr richtig viel Zeug raus, was sich richtig lohnt. Was aber vielleicht nicht so ganz der Survival-Gedanke ist, den die Entwickler bei diesem Spiel haben. So, auf jeden Fall bauen wir dazu jetzt, brauchen wir ein Cockpit. Und dieses Schiff ist ein bisschen tricky zu bauen, finde ich. Deswegen baue ich es jetzt auch relativ klein, weil ich hatte jetzt schon ein paar Varianten gebaut. Und das Spiel bleibt auch gerade immer ein bisschen stecken kurz. Das ist leider immer noch Alpha. Ich baue es jetzt relativ klein, um euch zu zeigen, wie das Ganze funktionieren kann. Wir haben in unserer Survival-Map das Ding relativ groß gebaut, weil das auch eine Alternative ist, um jemanden anzugreifen. Also es ist tatsächlich auch so, wenn ihr zum Beispiel irgend so ein Minenschiff findet, das gerade bei eurer Base vorbeifliegt, dann könnt ihr das eigentlich ziemlich geil angreifen, indem ihr mit einem Fighter dorthin geht und zusätzlich mit einem Disassembler. Dann könnt ihr das nämlich vor Ort schon demontieren und wenn ihr dem Ding halt in der Fahrt, während der Fahrt, die Triebwerke abmontiert, dann kann es halt auch nicht mehr weiterfahren. So, also was ihr braucht, sind diese Schleifgeräte. Normalerweise würde ich empfehlen 4 Stück, 2 links, oben, unten. Da muss aber ein bisschen aufgepasst werden, wie gebaut wird, weil sonst ist das nachher nicht so super easy zu bauen. Weil man da immer aufpassen muss, dass man in der gleichen Blockhöhe ist, weil wir hier mit großen Blöcken arbeiten müssen und nicht wie vorher mit den kleinen Verbindern, sondern hier mit den großen Verbindern. Ja, das ist hier ein Unterschied und deswegen hat man hier teilweise Probleme mit der Blockhöhe und muss irrsinnig aufpassen, dass das alles passt. So, wir bauen hier einen Conveyor hin, einen großen, müssen aufpassen, dass wir links und rechts einen großen Eingang haben. Am besten und nach hinten, genau. Wenn jetzt links auch noch groß ist, dann passt. Weil dann haben wir jetzt die Verbindung quasi zwischen den beiden Blöcken. Also das, was die hier einsaugen, geht direkt hier rein. Und hier bauen wir zum Beispiel unseren Frachtcontainer wieder hin. Beziehungsweise wir bauen mal unseren großen Frachtcontainer hin. So, großer Frachtcontainer, der hat nämlich mehrere Outputs. Und gucken wir gerade, wie der gesettet ist jetzt hier. Und zwar brauchen wir einen großen Output vorne und einen unten. So, jetzt natürlich die gute Frage, hat der jetzt unten einen Output? Das werden wir jetzt gleich erfahren. Dafür müssen wir gerade nochmal das Ding hier fertig bauen. So. Das Spiel hängt momentan immer mal wieder ein paar Frames. Es tut mir leid, ich weiß nicht warum. Aber das ist halt bei Space Engineers ist das manchmal so, dass einfach irgendwas, du kannst einen Block nicht setzen, dann klickst du 100.000 Mal, dann kannst du ihn doch setzen. Das ist, ja, ist leider so. Gut. Ich glaube, wir passen auch nicht ganz ran. Das heißt, wir machen hier mal eine Verbindung. Und setzen das Ding da dran. Wir müssen wahrscheinlich eins weiter runter gehen, nehme ich an.
Yep. Hier müssen eins weiter runtergehen. Das ist halt das Problem bei diesen großen Conveyor, also bei diesen großen Verbinderstücken. Das ist halt dann, man hat halt keinen Spielraum. Ach, jetzt habe ich das Ding nicht verbunden. Ja, und dann schwebt einem das auch einfach mal weg. So, weg mit euch. Tschüss. Es muss immer alles miteinander verbunden sein. Sonst, wenn ihr was abbaut, kann es schon mal sein, dass ihr Lost in Space seid. So. Wir haben hier hinten die 6. So, jetzt müsste das direkt da dran gehen. Ich hoffe, wir haben jetzt unten einen Output und oben. So, da haben wir einen. Also nach vorne meine ich. Ach ja, jetzt komm, jetzt setz dich da dran. So. Das heißt, jetzt geht da alles in den Container rein und hoffentlich da unten ein Output. Nein, ist keiner. Nur so ein kleiner Kack-Output. Fuck. Ah, schade. So, dann drehen wir das mal. Und zwar Position 1. Haben wir jetzt vorne, haben wir. Und höchstwahrscheinlich unten auch. Hoffen wir mal. Vorne sitzt nicht. Das ist ein bisschen... bisschen tricky. Sitzt immer noch nicht. So, nochmal. Dann setzen wir, dann machen wir es halt hier jetzt noch weiter. Diesen Disassembler baue ich echt am wenigsten gern, weil mit großen Conveyern ist das einfach nur nervig. Ich weiß auch nicht, warum es den Unterschied zu dem Miner gibt. Ganz ehrlich, verstehe ich nicht. So, jetzt haben wir das. Jetzt hoffen wir mal, dass nach unten die Verbindung... Oh, ist schon wieder nicht groß. Alter. Das ist pain in the ass. So, ich meine, ich kann jetzt noch 1000 Mal hier rumprobieren. So, jetzt gucken wir mal, wenn auf der Seite kein großer ist, doch ist. So, Build Up müsste jetzt eigentlich korrekt sein. So. Jetzt habe ich das Ding da natürlich schon abgebaut. Oh Leute, ich krieg Plack. Okay, ich baue das jetzt anders. Ja, komm. So, wir bauen das jetzt groß. Dann ist es wenigstens einfacher. So. So. Daran setzen wir jetzt den Dings. Eventuell müssen wir dann hier noch... Kann ich keine Blöcke dran setzen. Ganz geil. So, haben wir jetzt unten großen Output? Ja, haben wir. So, wenn ich den jetzt nicht verkackt habe da vorne. So, jetzt passt's. Gut. Jetzt bauen wir hier unten dran noch den Verbinder. So. Den müssen wir noch drehen. Passt. So, das passt. Wunderbar. Und damit haben wir das Setting fertig. Das heißt, ist jetzt hier ein großer Staubsauger hinten dran. Ja, ist halt so. Ist so. So, Nuklear bauen wir wieder dran. Wieder aufpassen im Survival. Aufpassen, dass ihr an den Nuklear-Ding rankommt, weil ihr müsst den befüllen. So, haben wir genug Power. Ich möchte das Ding jetzt einfach fertig haben. Ich brauche das jetzt nicht mehr schön.
Also schön, als ob ich jemals schön gebaut hätte, egal. So, Gyros drauf, passt. Triebwerke drauf. So, rückwärts. Dann brauchen wir vorwärts. Dann brauchen wir seitlich. Hoch, runter brauchen wir eigentlich auch noch. Noch hoch. Runter. Seitlich 1. So, seitlich 2. Und rückwärts. Das ist eigentlich das Wichtigste. So. Dann brauchen wir noch Licht. Scheinwerfer. Was ist denn das da eigentlich? Automatische Geländeebenung. Okay, schön. So, noch 2 Scheinwerfer, damit wir was sehen. Und hier auch dran am besten. Sehr schön. Ich glaube, wir haben's. I think we have it. Hoch, runter, rechts, links. Gas geben. Cockpit. Ja, eine sehr einfache Variante. Ist jetzt aber so. Und wir lösen das Landing Gear. Fahrwerk entriegeln. So. Wir schweben. Sehr schön. Oh ja, so gut. Gut beweglich. So. Ich sage jetzt kurz noch dem Ding da. Block an, aus. Dem Ding da. Block an, aus. So. Da gehen die Maschinen los. Und jetzt disassemblen wir mal so ein Schiff. Gehen wir mal ein bisschen von oben. Da geht's schon los. Und deswegen brauchen wir da so ein Loch. Und ihr seht schon, wie das Ding da abgebaut wird. So, wir drehen uns ein bisschen und dann wieder ratzefatze wird das Ding hier abgebaut. Und da so bekommt man halt richtig schnell Ressourcen. Vor allem so Triebwerke und sowas, die halt einfach was kosten. Ja, bekommt man hier ratzfatz, oder löst sich schon ein Triebwerk. Und wenn man halt 4 von diesen Fräsendingern hat, dann geht das halt einfach umso schneller. Deswegen einfach hier so ein Loch buddeln da drauf. Und theoretisch bekommt ihr da so einen Arsch voll Ressourcen, dass sich das Minen einfach eigentlich nicht lohnt. Können wir gucken jetzt gerade. Ja gut, ich glaube im Creative kriegt man da jetzt nichts. Weil ich kriege jetzt nur das Eisen, das Eis und das Uran, was der halt geladen hat. Aber es funktioniert definitiv im Survival-Modus, dass hier halt alle möglichen Teile wie Computer und sowas dann von dem Ding aufgenommen werden. Und dann eben ganz normal auch gedroppt werden können, wie wir das schon hatten in der anderen, bei dem anderen Tutorial. Ja, indem man dann hier einfach dem Verbinder dann sagt, okay, Junge, das kann man auch im Cockpit machen, einfach ins Inventory geht, verbundenes Inventory, und dann einfach sagt, hier, das Eisen ist okay, Kontrollfeld, Verbinder, ja, rauswerfen, und dann schmeißt er das raus. Und das könnt ihr über die automatische Verarbeitungsanlage genauso machen, weil das geht alles zuerst ins Inventory und funktioniert wunderbar. Ja, leider funktioniert es halt im Creative anscheinend nicht, dass die einzelnen Sachen aufgenommen werden. Aber wie gesagt, sonst kriegt ihr halt alles so Sachen wie, keine Ahnung, Stahlplatten, wollen wir hier kleine Blöcke. Ihr kriegt, beziehungsweise die ganzen Ressourcen bekommt ihr, Stahlplatten, um eben sowas wie, rechts seht ihr jetzt da, Panzerglas, Motor, Stahlrohr, Herstellungskomponente. Das kriegt ihr alles da raus, und damit könnt ihr halt ganz schnell viel, viel zusammenbauen. Und das ist, wie gesagt, wenn man ja damit klarkommt, dass das jetzt nicht so ganz Survival ist, ist das eine viel bessere Ressourcenquelle als jedes andere Mining-Schiff, was man irgendwie sonst hat, und dauert vor allem auch nicht so lang. Also so ein Schiff
Macht Sinn. So, das soll es gewesen sein von meiner ersten Tutorial-Reihe. Vielleicht habe ich ja nochmal Bock, ein bisschen mehr zu machen. Und aber ansonsten nochmal zusammenfassend, ich habe euch gezeigt, was man am Start von Survival machen sollte. Auf jeden Fall Uran holen war das Wichtige und wie man die automatische Verarbeitung der Base baut. Dann haben wir uns ein Miner-Ship gebaut, wir haben einen Fighter gebaut und jetzt ein Disassembler-Ship. Und ja, das soll es gewesen sein. Ich danke fürs Zuschauen, wünsche euch einen tollen Tag, eine tolle Woche und bis zum nächsten Mal. Servus, Leute. So, nochmal ein epischer Intro-Trailer. Watch Dogs. Hab noch nicht kapiert, warum das Spiel Watch Dogs heißt. Nein, noch nicht gecheckt nach einer Stunde Gameplay. Oh oh. Hallo Maurice.